geht es jetzt endlich wieder aufwärts. Angelique Kerber, 29, hat ihr Auftakteinzel beim Hopman Cup in Perth gegen Elise Mertens mit 7:6, 8:6, 7:6, 7:1 gewonnen. Damit für die deutsche Mannschaft gegen Belgien mit 1:0. Anschließend kommt es zum Duell Alexander Zverev, 20, gegen David Goffin. Kerber ist mit ihrem Start ins neue Jahr happy, das erste Match des Jahres zu gewinnen, ist großartig und eine Erleichterung. Ich bin froh, hier zu sein, Alex und ich sind ein tolles Team. Kerber, in der Weltrangliste auf Platz 21 zurückgefallen, tat sich gegen Mertens lange Zeit sehr schwer. Sie hatte eine große Streuung in ihren Schlägen und leistete sich viele einfache Fehler. Fast eine Stunde brauchte die ehemalige Weltranglistenerste, um den Tiebreak mit 8:6 für sich zu entscheiden. Zu Beginn des zweiten Durchgangs zeigte Kerber dann Phasen, wie sie ihr Können. Sie war nun schneller, stand besser zum Ball und platzierte ihre Schläge genauer als noch im ersten Satz. Der zweite Matchball nach 1:57 Spielzeit saß. In ihrem zweiten Spiel der Gruppe A treffen Kerber und Zverev am Mittwoch auf das kanadische Duo Eugenie Bouzehald und Vasek Pospisil.